So, Leute, nach einer kleinen Pause sind wir ja auch schon wieder. Und wir stehen hier vorm Flughafen und dort wollen wir natürlich gleich mal hingehen. Oh, wunderschön. So, hier sind einige Leute unterwegs. Das Flugzeug von Prinzessin Peach kommt wohl ein wenig später an. Na, toll. Man hört, aus dem Pilzkönigreich kommt ein super prominenter VIP zum Besuch. Ich werde ein Beweisfoto machen und diese Info dem Informanten für einen Wucherpreis andrehen. Ach, den kennen wir ja schon, den Informanten, der Informationen verkauft, oder was? Wieso kommt Prinzessin Peach wohl nach Bodenland? Hallo, vielleicht ist ihre Stimme wieder. Da war ein Koffer. Noch einer. Bohnen Air hat den Flugverkehr zurzeit wegen Wartungsarbeiten eingestellt. Okay, wahrscheinlich ist hier irgendein Monster wieder unterwegs. Es ist nicht gestattet, Witzwein mit an Bord zu nehmen. Wir bitten um Verständnis. Ja, das verstehen wir, weil wir kennen den ja schon. Mario, Luigi, Hinemona verlangt nach euch. Kommt bitte zur Landebahn, einfach mir nach. Okay. Wo soll ich denn hinkommen? Ah, Mario, Luigi, was gar nicht mehr mit dir gesprochen. Mamella ist sehr froh über eure Taten in der Lachhochschule. Ja, es ist auch voll cool. Aber es hat sich ein kleines Problem mit dem Empfang von Prinzessin Peach ergeben. Auf der Landebahn wachsen Piranha-Pflanzen, deshalb kann man dort nicht landen. Na toll. wie besiegen wir die wohl? Ist aber ganz schön gefährlich, was Luigi da macht. Was, wie? Die Pflege wurde vernachlässigt? Dafür war aber auch keine Zeit, wegen dem Miller-Problem. Pflege der Landebahn oder Pflege der Pflanzen? Was macht Luigi da jetzt? Kaffee trinken oder was? Zunächst einmal muss etwas mit den Piranha-Pflanzen geschehen. Denkt daran, auch das tut eben für die süße Prinzessin Peach. Also los, Mario Luigi, zeig diesem grünen Sondermüll den Weg in die Tonne. Die macht mir irgendwie Angst. Luigi hat gerade Kaffee getrunken, warum auch immer. So, Hammer. Okay. Was willst du tun? Au. Mich abschießen. Okay, ich vermute, ich darf nicht drauf springen. Ich probiere es trotzdem aus. Natürlich nicht. Dann Hand. Oh. Ja, das war... Autsch, heißt das jetzt mega super toll oder was? Naja, erstmal den nächsten. Na. Ah, okay. Können wir nicht auch verbrennen oder nur... Okay, offensichtlich weiß ich nicht, was das heißt. Wahrscheinlich muss ich dann im letzten Mini-Moment drücken. Okay, ich hab schon da hingekriegt. Ja gut, die waren ja jetzt nicht so schwer. So, jetzt kann Prinzessin Peach doch landen, oder? Piranha-Pflanzen kann man zwar in dem Kampf besiegen, aber sie wachsen direkt wieder nach. Wir müssen eine andere Methode finden, sonst drehen wir uns nur im Kreis. Na ah, toll. Mögen Piranha-Pflanzen Wasser? Auf jeden Fall mal einen Moment das auszuprobieren. Wahrscheinlich sind die jetzt wieder nachgewachsen. Ja. Okay. Moment. Kann ich auch irgendwie Thunder. Okay, so macht das nur wieder raus. Ja, dann können wir euch jetzt irgendwie angreifen. Vielleicht kann ich euch jetzt verbrennen. Ich meine, ich weiß ja nicht, was ihr jetzt seid, aber... Offensichtlich nicht, aber Elektrizität müsste doch besser wirken. Weil die sind ja jetzt mit Wasser. Ja, sehr schön. Und weg. Oh nein. Mutant Piranha. Bitte nicht. Aber es sieht so aus. Oder? Ja, das ist eigentlich ein großer Hinweis darauf zumindest. Naja, wo haben wir denn noch welche? Tut mir leid. Ich bin etwas verhustet, würde ich mal sagen. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. So, hier ist das Ei, aber da müssten ja noch fünf andere sein. So, hier ist noch ein Brunnen und ein Speicherpunkt. Mario muss hier schlucken. So,
Das gleiche Spiel. Thunder. Tauschen. Und weg. So. Hier sind ja ansonsten keine. Dann müssen links noch zwei sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, hier haben wir schon mal eine. Und noch eine weiter links ist noch eine, oder was? Nein, mit Mario. Aber ich mache erstmal das hier hinten. Habe ich gerade so beschlossen. Ach, da ist noch eine. Aber das hier geht vor jetzt mal. Eins, zwei. Eigentlich habe ich keinen Bock drauf. So viel bringt das nicht. Wobei, wenn ich da so 20 oder 60 Münzen insgesamt rauskriege, was dauert denn zu lange? Ich mache das jetzt noch einmal. So aus Spaß, um zu gucken, wie weit ich komme. Danach mache ich weiter. Ja, okay, 22. So, Mario. Was bist du denn für einer? Für mich als Pflanzenforscher ist die Piranha-Pflanze von extremer Faszination. Die Blütenblätter dieser Pflanze saugen gerne viel Wasser in sich auf. An regnerischen Tagen verbirgt sich die Pflanze im Boden, damit die nassen Blätter keinen Schlag vom Gewitter bekommen. Okay, das sollte sozusagen der Hinweis darauf sein. Aber das wissen wir dann schon. Darauf, dass wir halt erstmal hier anspucken. Nochmal anspucken und dann Thunder machen. Dann wechseln und dann nochmal Thunder machen. So, dann ist hier noch ein Riss in der Pflanze. Oh Gott, ich habe Angst. So, und dann ist letztes dann hier. Dann sollte das aufgehen. Oh nein. Ich, das war klar. Na toll. Egal. Mario und Luigi kümmern sich darum. Aber zuerst einmal gucke ich nach, wie es mir so geht. Oh Gott, ich habe noch 14 Pilze. Aber ist mir egal. Ich muss jetzt einfach mal alle einsetzen. Genauso wie Sirup. So. Dann geht's jetzt los. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Oh nein. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ja, wieso schießt du denn auf den? Okay, ich muss unbedingt wissen, wo unter die sich unterscheiden. So, nein, ich kann auch keinen Sprung machen. Oh nein, ich Idiot. Okay, ich hole den Hammer weg. Nein. Okay, au. Alter, das wird wieder so ein... Au. Au. Okay. Jetzt mal darauf achten, was die so machen. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Soll ich denn jemand Save State wieder machen? Warte mal, wie ging das nochmal? Shift und F1 oder nur F1? Ich habe Angst. Save Game war Shift und F1. So, er schreibt und fertig. Sehr schön, dann sind wir jetzt auf der sicheren Seite. Weil ich speichere ja nicht so oft. Weil wir ja hier in einem Let's Play sind und das ein bisschen nerven würde. Von daher mache ich das jetzt einfach mit Save State. Was macht er für eine Bewegung? Warte mal. Du bist doch jetzt Eis, oder? Ah, okay. Okay, Luigi macht also auf ihn, ouch. Okay, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. So die Frage, ob mir das was bringt. Okay, wenn du so komisch beißt nach vorne hin, dann gehst du, glaube ich, auf Luigi, oder? Nee, das war jetzt genau falsch rum, ich Idiot. Okay. What the fuck? Okay, wenn... Was zur Hölle?
Au. Ficken. Ich sterbe. Hust. Das ist nicht passiert. Okay. Jetzt sind zwei rote vorne. Heißt das jetzt, ich darf mit Luigi angreifen? Weil die gehören ja irgendwie zusammen, die große Pflanze und die kleinen. Ich vermute mal, wenn ich jetzt mit Mario angreifen würde, wird nichts passieren. Genau. Okay, das war auch gerade Fail. Oh Gott, ist das eine Multitasking-Aufgabe. Ich weiß jetzt, wie sie ticken, aber ist trotzdem ziemlich schwer. So, mit Luigi sollte das schon mehr Schaden machen. Okay, anscheinend stimmt meine Theorie. Ach ja, sozialen Säcke. Oh nein. Weißt du was? Ich kann es gerne nochmal machen. Scheiße, jetzt habe ich gespeichert. Scheiße. Spielstand fortsetzen. Och nee. Ah ja, ist okay. Ja, bla bla. Na toll. Na, ich mach das jetzt mal schnell im Schnelldurchgang. So, wechseln. Wenn das gut gehen würde. Tut mir leid. Das ist jetzt ein bisschen langweilig. Kann ich auch erstmal... Nicht, wahrscheinlich nicht. Ich mache es lieber so. So. Ach, ist jetzt blöd. Nächstes Mal speichere ich vor dem. Weil ich mich fast safe stated hat. Hab. Ja, ist okay. Okay, okay, okay. Das ist der nächste, ich weiß. Tauschen. Du nimmst das hier, dann... Ist total spannend so, ne? So, Thunder. Und hier die letzten zwei. Ich mach schon mal jetzt mal ein paar Safe States zur Sicherheit. So, 5 Safe States. Das sollte erstmal reichen. Hier war noch einer, genau. Thunder. Und jetzt haben wir es gleich. Hallo. Au. Au. Jetzt habe ich gar nicht meine ganzen Sachen aufgefüllt. Naja, ich mache noch ein Safe State. Was ist jetzt Shift und F1? Ja. Okay. So, wir haben hier vorne zwei rote. Ich vermute von daher, dass ich jetzt gleich mit Luigi angreifen sollte. Weil irgendwie gehören die zusammen. Und es hat auch schon Ausch bei ihm gemacht mit Luigi. Genau. So, beide. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Geil. Okay. Ich rede auch gerade wieder so wenig. So, Luigi muss weiterkämpfen, deswegen geben wir ihm mal einen Pilz und nicht eher sich selbst. Weil wir haben vorne immer noch zwei rote. Ich habe keine Ahnung, ob diese Theorie wirklich stimmt. Aber es scheint so.
Ich glaube, gleichzeitig springen geht eigentlich relativ gut dabei. Au. Au. Das ist relativ schwer noch für mich. Okay. So, ich weiß jetzt nicht. Ich probiere es jetzt mal aus, ob es auch mit Mario dort out steht. Wahrscheinlich aber nicht. Okay, scheint richtig zu sein, was ich tue. Geht auch alle weg. Ja. So, ich wurde kurz gestört, aber es geht hier direkt mal weiter im Text. So, Luigi Angriff. Auch wenn Mario schon etwas schwächelt, es ist mir doch sehr wichtig. What the fuck? Jetzt gehen sie aber richtig ab. Die eine hat gerade gar ich kein einziges Mal getroffen, oder? Nein. Oh. Okay, okay, okay. Ruhig bleiben. Ich glaube, eine Nuss kann ich opfern. Vor allem sollte aber Luigi angreifen. Ich habe keine Ahnung, ob ich diesen Gegner hier gerade richtig mache. Ja. Oh mein Gott, ist das unerträglich. So schnell kann man doch gar nicht gucken. Okay. Und was jetzt? Bin verwirrt. Jetzt Mega-Angriff oder was? Habe ich eigentlich nur Bros Attack? Habe ich bestimmt schon mal nachgeguckt, oder? Nö. Dann machst du mal Hackebrühe, ja? Genau, das bringt nämlich bei dir sehr viel mehr. Wenn Luigi, der kann normal die Hand machen. Oder hat das gerade wirklich so viel mehr gebracht? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt setzt die hier auf Eis, ne? Okay, jetzt muss Mario angreifen. Au. So, Mario braucht aber vor allem erstmal... Nein, nicht grüner Pfeffer. Weg. Du brauchst erstmal einen Pilz, Mario. Ich möchte so gerne in einen Laden kommen, wo ich mein ganzes Geld mal ausgeben kann, ne? Ich weiß nicht, ob das so intelligent war. Vielleicht hätte Mario erstmal angreifen sollen. Egal, greift Luigi halt mit dem Hammer an. Und... Au. Sehr schön. Oh Gott. Nein, Mario, mach keinen Scheiß. So. Aufladen, 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 aufladen. Bam. Oh Gott, ist das schlimm, ey. So Mario, du brauchst einen Pilz. Es ist echt merklich, auch wenn es nur 12 HP sind, das ist doch irgendwie ein Unterschied zwischen den beiden. Oh nein, Mario. Sehr gut. Greifen beide Luigi an, da konnte ich natürlich mit Leichtigkeit ausweichen, ihr kennt mich ja. Und damit haben wir ihn besiegt. Sehr schön. Bringt uns Stachelkiller. Das ist ein Orden anscheinend. So. Wir sind so cool. So, erstmal diesen Orden oder was das auch immer war angucken. Stachelkiller. Oh. Steigt er den Angriff nochmal um ein Vielfaches? Kann anscheinend nur Luigi tragen. Mario meine ich. Oder? Nee, Mario. Jetzt komme ich völlig durcheinander. Luigi kann den an und für sich auch tragen.
ist natürlich die Frage. Wer bekommt ihn? Ich würde sagen, Mario. Aber wir gucken erstmal, was hier jetzt ist. Eigentlich müsste Peach ja jetzt landen können, oder? Ah, hallo. Hi. Gut gemacht, ihr beiden. Jetzt können wir Prinzessin Peach gebührend empfangen. Na, kommt sie denn auch? Ja, Landebahn ist freigegeben. Oh. Aber sie kann ja noch nicht sprechen, oder? Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Mario 64 Musik. Schloss Bonia Palastgarten. Das ist die Musik vom Anfang. Hi, können wir mal irgendwie da durchgehen oder so? Schweigt, alle still. Er spricht Prinzessin Peach, die Herrin des Pilzkönigreichs. Nein! Die mit ihrer Bombenstimme. Na! Hey, sie kann wieder sprechen. Mario Luigi. Mario Luigi, danke für alles. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Haben wir es jetzt schon durch oder was? Nein, natürlich habe ich es noch nicht durch. Das ist eine Falle. Ho, 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 ihr müsst euch nicht wundern. Die Stimme der Prinzessin Peach war nämlich gar nicht gestohlen. Hä, wieso das denn nicht? Ich kannte nun Minas Plan, Peach Stimme zu stehlen und habe die Prinzessin gewarnt. Okay. Das kennen wir ja von Anfang. Ach so, okay. Die gestohlene Stimme gehörte dieser Prinzessin Peach hier. Hi. Oh, Mördo. Deshalb hat die Sternbohne die Stimme auf die Stimme seltsam reagiert. Okay. Der Part ist schon wieder total zu lang. Wir waren nun wie mir also wirklich ein bis zwei Schritte voraus. Mario Luigi, entschuldigt, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Als ihr beide im Pilzpalast wart, wollte ich euch direkt die ganze Wahrheit sagen, aber dann kam plötzlich Bowser. Und ich hatte keine Gelegenheit mehr, euch alles zu erklären. Aber ist es gut, dass ihr Nugmela besiegt habt. Ende gut, alles gut. Hä, haben wir Nugmela schon besiegt? Übrigens wegen der Sternbohne. Sie hat sich wohl in vier Teile gespalten und die sind irgendwo hingefallen. Ich gehe auf die Suche nach der Sternbohne. Besichtige doch mit Peach zusammen die Attraktionen unseres Landes. Kriegen wir noch andere Tipps oder so? Offensichtlich nicht. Das Spiel kann ja jetzt nicht zu Ende sein, so an sich, oder? Nein, natürlich nicht. So, ich würde ganz gerne einen Speicherpunkt kriegen. What the fuck? Irgendwelche komischen Tipps, die wollen wir uns gar nicht ansehen. Stattdessen wollen wir hier mal ein bisschen durchrushen. Hier unten war nämlich ein Speicherpunkt, genau. Warte mal, welchem Schloss sind wir jetzt? Schon im Schloss Bonia, ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part, oder? Leute? Weil zu Ende ist das hier bestimmt noch nicht nach 7 Stunden und 46 Minuten. Nach 8 Stunden und 3 Minuten. Naja, bis dann. Ciao.